In den zurückliegenden Jahrzehnten gehörte unser Nachbarland Frankreich stets zu meinen Lieblingsreiseländern. Von Nord über West nach Süd und auch nach Ost. Egal ob Normandie, Bretagne, die Pyrenäenlandschaften Frankreichs, das französische Meer Cap Leucat oder auch die Cevennen. Und natürlich auch die französischen Seealpen, die Provence und die Côte d'Azur. Und hier habe ich heute mal wieder ein paar Bilder gefunden von einer jüngeren Reise an eines oder in eines meiner Lieblingstäler im Südwesten Frankreichs, in das Orbtal. Das ist in Deutschland relativ unbekannt, nur ein paar Kanuten kennen diesen Fluss. Aber ich liebe auch die gesamte Landschaft. Es ist keine einsame, stille Natur. Nein, es ist belebte südfranzösische Flusslandschaft mit Bergen, mit Weinfeldern, mit Weinanbau, mit lebendigen Menschen, mit bunten Dörfern. Und ja, hier fühle ich mich wohl und hier fahre ich immer wieder hin und hier werde ich auch sicher in Kürze wieder hinkommen. Und jetzt halte ich die Klappe, weil ich hier einfach mal meine Bildimpressionen, die ich aus einer großen Bilddatei gefunden habe, hier mal bei schöner Musik meines neuen Musikers Istvan Sky, den ich entdeckt habe durch Zufall, weil mir ein netter Facebook-Kollege einen Link zu diesem Musiker geschickt hat und das lasse ich hier mal ab.
Okay, nachdem ich nun auf diesem Fotoclip längere Zeit den Mund gehalten habe, möchte ich doch noch ein paar Infos zu diesem Bilderclip nachschieben. Wenn wir uns im Tal des Orb aufhalten, befindet sich unser Basislager immer an der Brücke von Tarasak, einer alten Hängebrücke, wunderschön, kürzlich neu angestrichen, neu restauriert, und direkt ein kurzes Stück später dahinter befindet sich ein alter, rustikaler Campingplatz, Dauercampingplatz der Franzosen, kaum Deutsche oder andere Touristen. Im Frühjahr trifft man hier öfters Kanuten aus aller Welt. Aber ja, gut, die Sanitäranlagen sind bescheiden, es ist alles etwas bescheiden. Aber das gerade ist das, was uns gefällt. Und deswegen sind wir gerne hier. Und es ist auch für Kanuten, Wanderer und Radler im mittleren Orbtal der einzige sinnvolle
Campingplatz. Hier sieht man, dass auch der Orb sehr schnell Hochwasser bekommt. Es muss nur mal ordentlich gewittern, ordentlich regnen, dann verändert sich innerhalb kürzester Zeit der Wasserstand. Und wir haben es auch schon hier erlebt, dass wir auf diesem Campingplatz in Tarasac abgeschnitten waren. Das heißt, wir kamen 2 Tage nicht mehr raus, weil die Zufahrt zum Campingplatz auch unter Wasser stand. War damals eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Und heute haben wir gerade den Eindruck, dass uns das gleich wieder passieren wird. Aber wir hauen jetzt erstmal ab, gehen radeln, denn wenn es richtig schifft, ist das Radfahren auf einem wunderbar angelegten Radweg auf einer ehemaligen Eisenbahntrasse prima als Alternative oder Ergänzung zum Kajakfahren zu sehen. Und auch das Wandern in das nahegelegene Gebirge, in Schluchten und ja, hoch hinauf aufs Zentralmassiv ist immer eine prima Alternative, wenn es aus irgendwelchen Gründen, ja, Paddeln nicht funktioniert, weil gerade mal Hochwasser ist, oder dasselbe im Sommer natürlich auch Niedrigwasser. Der Orb ist insgesamt ein sehr abwechslungsreicher Fluss und berühmt für seine sogenannten Blockfelder. Blockfelder heißt, es liegen ohne Ende Monsterkiesel in diesem Fluss, manchmal so dicht gestaffelt, dass kein Durchkommen ist. Ja, und dann latscht man, springt man, hüpft man, verklemmt man zwischen diesen Monsterkieseln und freut sich. Aber was mir besonders gut am Orb gefällt, das sind die alten Weinberge. Weinberge, die noch so aussehen wie vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren und die jetzt im Herbst wunderbare, herrliche, bunte Farben annehmen, wo man ja auch immer noch auf Weintrauben trifft, die noch ja, wunderbar reif sind. Und man kann sie pflücken, essen und sich freuen, wie wir das hier gerade machen. Und ich bin mir sicher, ich werde auch die nächsten Jahre immer wieder mal in das Tal des Orb zurückkehren, auf einer Rundreise durch Südfrankreich. Meistens sieht das so aus, dass wir an der Ardèche anfangen. Ardèche, Gardon, Tarn, Lac des Alagous, Orb, Hérault und dann ans Mittelmeer. Stay.